Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part City Skylines. Wir haben ein leichtes Stromproblem. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass hier noch keine Leute eingezogen sind oder ob wir wirklich zu wenig Strom haben. Eigentlich sollte es leiten, also machen wir uns einfach noch ein neues Strom-Windkraftwerk in unseren perfekten Windpark. Heute haben wir vor, die Stadt nach außen hin zu erweitern, und da wir hier erstmal keinen Platz dafür haben. Ah, hier geht gerade das Stromproblem weg. Das heißt, das war wirklich das Problem. Gehen alle weg? Ja, perfekt. Und zwar könnten wir uns eine weitere Zelle kaufen, um unsere Stadt zu erweitern, denn hier ist ja eigentlich alles aufgebraucht. Das heißt, ich würde sagen, wir expandieren nach oben hin, weil hier auch die Autobahn lang geht oder was auch immer das ist, ja, sollte die Autobahn sein. Das würde bedeuten, dass wir hier das Verkehrsproblem, was hier entsteht, dass alle sehr viel Stau haben, also gerade ist es gar nicht so extrem, aber dass es ein bisschen Stau gibt, würde das beheben. Leute, ihr könnt auch nach ganz links fahren, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber ganz links ist auch extra für euch. Ah, ich weiß, warum das so ist. Die wollen eine komplette Einbahnstraße, ne? Ja, dann reißen wir das hier ab. Wir bauen hier eine komplette Einbahnstraße hin. So, ich denke, das war jetzt das Problem wirklich, dass die hier keine Einbahnstraße haben. Jetzt ist zwar hier alles enger, aber dadurch sollten die jetzt alle Spuren nutzen können und deshalb sollte das jetzt alles schneller gehen. Wir schauen es uns jetzt mal an. Der fährt schon mal geradeaus. Das heißt, die ersten zwei Spuren werden wie eben schon mal genutzt. Hallo? Könnt ihr jetzt auch mal die dritte Spur nutzen? Also klar ist gerade noch kein Bedarf, aber trotzdem kann man das doch mal machen. Die haben ein Feuerwehrproblem, weil die nächste Feuerwehr ein bisschen weit entfernt ist. Sehe ich jetzt eigentlich nicht so. So klar ist die weit entfernt, aber... Ah, die stecken hier im Stau. Ist das eine Kacke? Warte, was ist... Ja, die stecken hier im Stau. Hier ist das größte Problem. Wir sollten diese Straßen hier vergrößern, verbreitern. Dadurch werden die zwar unzufrieden, aber dadurch wird der Verkehr besser. Das heißt, dadurch wird hier alles besser und ich habe lieber ein paar unzufriedene Bürger als ein paar abgebrannte Häuser. Jetzt sollte es deutlich besser gehen. Auch das hier können wir verbessern. Dann verlegen wir hier auch direkt Wohngebiet hin. Und wo liegt jetzt das Problem? Ah, weil der Krankenwagen hier steht. Okay. Könnt ihr das jetzt mal löschen, meine Freunde? Da ist der Krankenwagen. Oh, der fährt durch. Die machen schon mal eine schöne Rettungsgasse. Hallo, könnt ihr das jetzt mal löschen? Da hinten brennt es auch. Was ist hier das Problem? Das Problem kenne ich noch gar nicht. Oh, jemand ist krank. Okay. Nicht, dass da noch eine Seuche ausbricht. Okay, wir gehen jetzt erstmal zurück zu unserem ersten Ding. Es kostet nur 3000. Easy. Wir könnten direkt noch eins kaufen. Machen wir jetzt aber erstmal nicht. Wir machen jetzt erstmal... Irgendwo kann man doch auch die Autobahnabzweigung. Wie ist das denn hier geregelt? Da haben die eine andere, ne? Oder ist das dieselbe? Nee, die haben da eine andere. Das ist unfair. Ich will auch so eine. Egal, dann bauen wir das jetzt einfach selber. Also das ist eine verkehrsberuhigte Straße, ne? Das ist deutlich weniger Verkehr. Das heißt, vielleicht können wir hier auch... Ich will jetzt kein Risiko eingehen, dass wir nachher noch alles wieder abreißen müssen, alle Häuser. Deshalb baue ich jetzt doch einfach... So, das reißen wir jetzt doch nochmal ab, weil mir ist gerade eine Idee gekommen. Hier gibt es ja auch breite Einbahnstraßen, ne? Das heißt, theoretisch könnten wir die ja benutzen dann. So, nach da. Und hier nach hier. Dann gibt es hier eine Straße, die nach von hier erstmal wegführt, ne? Also erstmal hier die Hauptstraße. Das ist aber keine Einbahnstraße. Das soll jetzt wirklich eine breite Straße sein. So. Kann man von der einen Seite so drauf und von der anderen Seite, von hier, kann man wieder schön auf die Autobahn fahren. Das wäre so meine Idee. Und dasselbe machen wir jetzt hier auch noch. Erstmal schön eine breite Straße. So. Und jetzt auch von hier rüberlegen. Sieht jetzt vielleicht nicht so schön aus, aber
Sollte theoretisch funktionieren. So. Und jetzt kann man hier doch auch irgendwo kann man doch die Verkehrsregeln ändern, oder nicht? Weil dann würde ich hier gern, statt hier eine Ampel hinzutun, würde ich hier Vorfahrtstraße draus machen. Ich weiß nur gerade nicht, wo es geht. Oh, uns fehlen nur noch 90 Bewohner für die 7000. Okay, wir bauen jetzt doch hier eine Klinik hin. Weil wir wollen ja nicht, dass unsere Bürger hier sterben, ne? So, und von hier aus geht dann erstmal eine breite Straße hier zur Stadt, ne? Natürlich. So. Das hier ran. Dann hätten wir das fürs Erste. Hier schön wieder alles voll machen. Mit Wohngebiet. Und theoretisch würde ich dann gerne hier einen Hafen, also einen Steg dran machen. Hier sind Steine im Wasser, wenn ich das richtig sehe. Deshalb kann ich das da nicht hinbauen. Aber egal. So, perfekt. Und kann man auch einen Hafen bauen? Anscheinend nicht. So, dann Fishing Tours ist auch hier. Hier bauen wir eine richtige Hafenstadt hin. Was ist das? Jetski-Mietstation machen wir auch hier hin. Tourismus machen wir auch hier hin. Was auch immer das ist. Ah, Marine. Perfekt. So, und das bauen wir jetzt alles an eine Straße. Kann man das mit einer Straße verbinden oder muss man das mit dem Weg machen? Ich glaube, das muss man nämlich mit dem Weg machen. Was ist denn jetzt deren Problem hier? Dann müssen wir das wohl ebnen. So, jetzt sollte es ja eben sein. Das heißt, jetzt sollte ich da auch eine Straße dran bauen können. Ach, ganz ehrlich, Leute, darum kümmern wir uns beim nächsten Mal. Jetzt soll es erstmal nicht unser Problem sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Oh, jetzt haben wir es doch noch im Video geschafft. Perfekt. Haut rein. Ciao.